In China sagt der Volksmund, Berge sind die Rücken schlafender Drachen. Tatsächlich gab es diese Drachen, vor vielen Millionen Jahren. In Zentralasien fanden Wissenschaftler einige der furchterregendsten Dinosaurier der Erde und einige der merkwürdigsten. Asien vor 160 Millionen Jahren. Das Klima ist heiß, das Wetter wechselhaft. Wolken türmen sich doppelt so hoch wie heute. Verheerende Stürme fegen über das Land. Tief im Urwald wimmelt es von frühen Lebensformen. Überall kämpfen exotische Kreaturen um Platz und Nahrung. Plötzlich sammeln sich im Süden dunkle Wolken am Horizont. Viele Tiere spüren die nahende Gefahr und ziehen weiter. Doch in der Nähe des Waldes, am Flussufer, bleibt ein riesiger Pflanzenfresser zurück. Ein Jäger schleicht sich an. Blitzschnell stürzt er sich auf seine Beute. In diesem Moment bricht ein gewaltiger Sturm los. Sintflutartige Regenfälle ergießen sich über das Land. Alle Fluchtversuche sind zwecklos. Die beiden Dinosaurier werden mitgerissen und sterben in der Flut. Schlick begräbt allmählich ihre Körper. So bleiben sie über 160 Millionen Jahre lang erhalten. Heute befinden sich ihre Gräber in China, dem Land der Drachen. 1600 Kilometer südwestlich von Peking, eingebettet in die grünen Hügel der Provinz Sichuan, liegt die Stadt Zigong. Seit 1979 hat Zigong das erste asiatische Museum, das Dinosaurier zeigt. Es ist damit zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Das Ausstellungsgebäude befindet sich direkt über der Stelle, an der die beiden kämpfenden Urtiere starben. Unter der spektakulären Galerie liegen die Reste von mehr als 100 versteinerten Riesenechsen. Dale Russell von der Universität North Carolina hat das Massengrab näher untersucht. Ich betrete eine gewaltige Dinosaurierfundstätte. Es ist eine der größten Anhäufungen von Dinosaurierknochen, die jemals gefunden wurden. Alle Knochen sind recht gut erhalten, da sie auf einer sandigen Oberfläche verstreut liegen. Mehr als 8000 Skelettteile wurden auf diesem Dinosaurierfriedhof gefunden. Darunter Reste von 6 bis dahin unbekannten Arten, die es nur in China gab. Man kann es sich leicht vorstellen. Wir sind umgeben von einer gewaltigen Masse verwesender Körper, die nur teilweise von Sand bedeckt sind. Der Geruch ist unbeschreiblich und auch kaum zu ertragen. Dies ist eine Hölle der vierten Dimension. Das Becken eines Beutejägers. Daneben liegt der Schenkel seiner Beute. Er stammt von einem der Pflanzenfresser mit langem Hals und langem Schwanz, der vor 160 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Die Sauropoden. Sie hatten Beine so dick wie Baumstämme und ein Gehirn von der Größe eines Golfballs. Sie waren die größten Landtiere aller Zeiten und mit die erfolgreichsten. Der größte in Zigong gefundene Sauropode war fast 30 Meter lang. Er hatte das Gewicht von 7 Elefanten.
Der Omaisaurus. Besonders auffallend sein 9 Meter langer Hals, Rekordlänge unter den Sauropoden seiner Zeit. Die Paläontologen glaubten früher, er hätte ihn aufrecht wie eine Giraffe gehalten. Heute weiß man, physikalisch unmöglich. Der Hals ist so gebaut, dass er nach vorne und seitlich geschwenkt werden kann, aber er kann nicht in die Höhe gestreckt werden. Der Hals war auf beiden Seiten durch lange, schlanke Knochen verstärkt. Hätte Omaisaurus versucht, seinen Kopf zu heben, wären diese Knochen gebrochen. Er hielt ihn also nahe am Boden. Dabei bewegte er sich langsam vorwärts und fraß ständig, ein riesiger Rasenmäher. Die Sauropoden des mittleren Jura in China waren nicht nur sehr alt, sie waren auch einzigartig. Omaisaurus wies ein Merkmal auf, das Dale Russell beinahe übersehen hätte. Als ich diesen Dinosaurier zum ersten Mal sah, dachte ich zunächst, ein schönes, aber kein außergewöhnliches Exemplar. Dann aber betrachtete ich ihn genauer. Omaisaurus hatte eine fußballgroße Verdickung am Ende seines Schwanzes. Möglicherweise eine tödliche Waffe. Diese mittelalterliche Kampfkeule ähnelt dem Schwanzende eines Omaisaurus. Wenn ich er wäre und von einem Dinosaurier angegriffen würde, würde ich sie wahrscheinlich so benutzen. Nicht einmal die größten Beutejäger hatten gegen den schwanzschwingenden Giganten eine Chance. Vor 245 Millionen Jahren war das heutige China Teil des einzigen riesigen Kontinents namens Pangäa. Mit der Zeit brach Pangäa auseinander und Zentralasien driftete weg. Abgeschnitten vom Rest der Welt entwickelten sich die hier lebenden Tiere auf ihre eigene Art weiter. Siebzig Millionen Jahre lang lebten die Dinosaurier Zentralasiens in vollkommener Abgeschiedenheit, bis die Welt sich zu verändern begann. Plötzlich wechselte das Klima. Es wurde deutlich wärmer, die Meeresspiegel stiegen. Es entstand ein Treibhauseffekt, der die Evolution anheizte. Die Erde erlebte ihre ersten Blütenpflanzen. In Asien entwickelte sich ein merkwürdiges neues Wesen. Etwa so groß wie ein Schwein eilte es geschäftig durchs Unterholz. Heute einer der bekanntesten Dinosaurier der Welt. 1922 führte Roy Chapman Andrews eine Forschungsexpedition in die Mongolei. Mit einer Karawane aus Kamelen und Autos suchte er an einem Ort, genannt Flaming Cliffs, nach Spuren primitiver Menschen. Doch er fand etwas völlig anderes. Den Schädel eines behornten Dinosauriers, der wie der bereits bekannte amerikanische Triceratops aussah, nur viel primitiver. Man nannte ihn Protoceratops. Die Wissenschaftler glaubten zunächst, den Vorfahren des Dreihorngesichtes gefunden zu haben, allerdings beide Echsen lebten zur gleichen Zeit, viele tausend Kilometer voneinander entfernt. Eine über 6000 Kilometer lange uralte Handelsroute schlängelt sich durch die Steppe, die Seidenstraße. Seit der Römerzeit verbindet sie China mit dem Westen. Ein Paradies für Forscher. 1993 stieß eine chinesisch-japanische Expedition hier auf 4 Fleischfresser und 7 Pflanzenfresser, eine kleine Dinosauriergemeinschaft. Und
Sie entdeckten eine völlig neuartige Urzeitechse. Sie sollte das Geheimnis um die Herkunft des Triceratops lüften. Dong Zhiming, Chinas führender Paläontologe, machte damals den bemerkenswerten Fund. Ein fast vollständiges und sehr gut erhaltenes Skelett mit einem kompletten Schädel. Ein Pflanzenfresser, der sich auf seinen Hinterbeinen fortbewegte und eine seltsame Kopfform besaß. Dong nannte ihn Archaeoceratops, was so viel bedeutet wie altes, behorntes Gesicht. Der 1,20 Meter lange Dinosaurier war ähnlich wie ein kleiner Hirsch gebaut. Archaeoceratops hatte Ansätze einer Halskrause und eines hakenförmigen Mauls, genau wie Protoceratops. Doch er war kleiner und ursprünglicher. Und man fand ihn in viel älterem Gestein. Als ich Archaeoceratops entdeckte, war ich sehr aufgeregt. Denn er bewies, dass die Vorfahren von Ceratops in der frühen Kreide in Asien lebten. Der Saurier war 30 Millionen Jahre älter als Triceratops. Genau das richtige Alter, um sein Vorfahr zu sein. Doch wenn die beiden tatsächlich verwandt waren, wie gelangte ein mongolischer Dinosaurier bis nach Amerika? Vor 120 Millionen Jahren bricht die Erde plötzlich auf. Gewaltige Erschütterungen reißen die Kontinente auseinander. Der Pazifische Ozean wird langsam kleiner. Asien und Nordamerika nähern sich einander an. Irgendwann stoßen sie oberhalb des nördlichen Polarkreises zusammen und bilden eine Landbrücke, die Beringstraße. Diese Verbindung besteht noch heute. In der Kreidezeit war es eine Brücke für Dinosaurier. Hätte sich Archaeoceratops nicht auf den weiten Weg nach Amerika gemacht, gäbe es keinen Triceratops. Und er war nicht der einzige wandernde Dinosaurier. Vor 100 Millionen Jahren irgendwo in der Mongolei. Hunderte Pflanzenfresser ziehen nach Norden. Und ein Beutejäger beobachtet jede ihrer Bewegungen. Er folgt der Herde in einigem Abstand und wartet geduldig darauf, dass ein Tier zurückbleibt. Dann aber ein unachtsamer Schritt und dem Killer wird seine Größe zum Verhängnis. Gefangen im Morast zieht ihn sein eigenes Gewicht immer tiefer. Langsam versinkt er. Seine Knochen verwandeln sich mit der Zeit in Stein. Sein Grab liegt in einem Gebiet, in dem später die Wüste Gobi liegen wird. Heute erstreckt sich die Wüstenlandschaft über 1 Million Quadratkilometer durch die südliche Mongolei und Teile Nordchinas. 1999 kommt Dr. Phil Curry vom Royal Tyrrell Museum in Kanada hierher, um ein Rätsel zu lösen. The road is much better here. You want to call it a road? The riverbed. Curry ist auf der Suche nach einem Tyrannosaurus, der möglicherweise ein asiatisches Exportprodukt war. Dies ist das Nemektal, einer der vielversprechendsten Orte der Welt, wenn man Dinosaurier sucht. Und eine der besten Stellen für Tyrannosaurier. Ich habe mich lange auf diese Reise gefreut. Fast 2 Wochen lang suchen Curry und sein Team in der Wüste nach Dinosaurierknochen. Ohne Erfolg. Am Ende eines langen Tages finden sie einen alten Steinbruch, der in den 70er Jahren schon von russischen und polnischen Dinosaurierjägern abgesucht wurde.
Und tief in der Abbaustätte entdecken die Forscher einen mit Zähnen durchsetzten Stein. Wir sind gerade auf das dritte bekannte Skelett mit Schädel eines jungen Tarbosaurus gestoßen. Etwa ein Jahr alt und 4,5 Meter lang wog das Tier bereits 1 Tonne. Ausgewachsen war der Tarbosaurus so hoch wie ein 2-stöckiges Gebäude. Tarbosaurus bedeutet furchterregende Echse. Mit seinem gewaltigen Kopf und den starken Hinterbeinen war er der gefürchtetste Beutejäger seiner Zeit. Wenn er sich aufrichtete, hätte ihm ein Mensch gerade bis zu den Knien gereicht. Eine kompakte Masse aus Muskeln und Knochen. Ausgewachsen war Tarbosaurus so lang wie ein Schulbus. In seinen mächtigen Kiefern steckten gefährliche Zähne. Wenn wir uns diese Zähne anschauen, erkennen wir eine der Anpassungen dieses Tieres an seine Umwelt. Die Zähne sind viel breiter. Damit kann er Knochen durchbeißen. Das ist einer der Gründe, warum er Herrscher über das Land war. Außerdem hatte Tarbosaurus eine fast unheimliche Ähnlichkeit mit dem König der Dinosaurier in Nordamerika, dem Tyrannosaurus Rex. Tarbosaurus ist zwar stämmiger und hat mehr Zähne, dennoch wirkt er wie der T-Rex Asiens. Da T-Rex, der Tyrann der Kreidezeit, nur in Nordamerika gefunden wurde, nahmen Wissenschaftler lange an, er stamme von einem anderen amerikanischen Dinosaurier ab, Allosaurus, dem Tyrannen des Jura. Allosaurus hatte dieselben scharfen Zähne, Klauen und vorderen Gliedmaßen, doch er war kleiner und weniger kräftig. Ein Mini-Tyrannosaurus. Was für eine Ähnlichkeit. Allem Anschein nach waren die beiden nahe Verwandte. Auch Tarbosaurus hatte die weite Reise über die Landbrücke von Asien nach Nordamerika unternommen. Wenn T-Rex von Tarbosaurus abstammt, wessen Nachfahre ist dann Tarbosaurus? Welcher Dinosaurier in Zentralasien ist der Vorfahr des schrecklichen Beutejägers? Irgendwo im Sand der Wüste Gobi liegt die Antwort begraben. Phil Curry und sein Team dringen tiefer in die Welt der gefährlichen Dinosaurier ein. Gut für sie, dass ein besonders verschlagener Jäger, der nachts einst die Wüste unsicher machte, seit 85 Millionen Jahren ausgestorben ist. Die Entdeckung von Tarbosaurus wirft nicht nur Fragen zur Abstammung von T-Rex auf, sie gibt auch einen faszinierenden Hinweis auf die Ursprünge der Tyrannosaurier. Ein Glücksfall, dass das entdeckte Fossil ein Jungtier ist. Als Curry und sein Team die Knochen näher untersuchen, fällt den Wissenschaftlern eine Besonderheit auf. Wenn man die Knochen der Fußsohle betrachtet, stellt man fest, dass sich einer nach oben stark verjüngt. Durch diese Anpassung können die Tiere viel schneller laufen. Nur eine andere Gruppe von Dinosauriern hatte solche Füße. Die Raptoren. Doch konnten sich aus diesen kleinen Beutejägern Monster entwickeln, die 20 Mal so groß waren wie sie selbst? Die Raptoren waren kleine, leichte Beutejäger. Die erfolgreichste Dinosaurierfamilie aller Zeiten. Mit beeindruckender Ausstattung.
scharfe, gerillte Zähne, messerscharfe Klauen an den vorderen Gliedmaßen und einziehbare, sichelförmige Krallen an den Hinterbeinen. Der berühmteste Raptor lebte in der Wüste Gobi. Phil Curry schlendert gerade durch das Revier von Velociraptor. Dies ist eine typische Fundstätte für Velociraptor und ich würde heute gerne einen finden. Velociraptor hatte ein großes Gehirn. Der listige, ungewöhnlich flinke Jäger konnte auf kleinstem Raum wenden. Er war schneller als ein Mensch und als jedes Beutetier. Velociraptor bedeutet schneller Dieb. Mit einer Länge von knapp 2 Metern hatte er die Statur eines Wolfes. Was ihm an Größe fehlte, machte er an Wendigkeit wieder wett. Vermutlich jagten Velociraptoren in Gruppen. Mit Überraschungsangriffen aus dem Hinterhalt brachten sie auch die größten Beutetiere zu Fall. Kein Mensch hat je einen Velociraptor zu Gesicht bekommen. Doch Phil Curry kann sich vorstellen, wie eine Begegnung mit ihm verlaufen wäre. Velociraptor war gut an seine Umgebung angepasst. Als Beutejäger hatte er einen langen, flachen Schädel mit großen Zähnen, großen Augen, mit denen er gut sah, und ein großes Gehirn, das ihm komplexes Verhalten ermöglichte. So konnte er auch in Gruppen jagen. Wenn sie dich angreifen, erledigen die Klauen die meiste schmutzige Arbeit. Sie sind sogar noch größer als ihre Zähne und haben rasierklingenscharfe Spitzen. Stellen Sie sich einmal vor, von einer Gruppe von 6 bis 12 dieser wolfsgroßen Tiere angegriffen zu werden. Ein ziemlich angsteinflößender Gedanke. Außerdem hatte das Tier ziemlich kräftige Beine, mit denen es relativ gut springen konnte. Alles in allem würde ich lieber von einem Tier wie Tyrannosaurus Rex angegriffen werden, als von einer Horde dieser gemeinen Widerlinge. Die Räuber waren für das Überleben ausgezeichnet gerüstet. Doch als ob eine Meute von Velociraptoren nicht schon genug wäre, machte vor 80 Millionen Jahren ein anderer Killer die Wüste unsicher. Sengende Hitze, kilometerweit nichts als Sand. Ein Raptor schleicht durch die Dünen. Vor dem herannahenden Unwetter geschützt, hat ein Dinosaurierweibchen in einer Vertiefung Eier gelegt. Als die ersten Jungen schlüpfen, pirscht sich das Raubreptil an. Doch dann bricht ein Sturm los. Er begräbt die schlüpfenden Dinosaurier und den Raptor unter dem Sand. Heute befindet sich genau an dieser Stelle eine gewaltige rote Sandsteinwand. Ein Jahr nach seiner geschichtsträchtigen Expedition kommt Roy Chapman Andrews nach Flaming Cliffs zurück. Er macht seine berühmteste Entdeckung. Andrews findet das erste vollständige Dinosauriernest. Vorher war nicht einmal bekannt, dass Dinosaurier Eier legten. Es sind insgesamt 25 Eier, zusammen mit 70 Protoceratops-Schädeln. Das Team glaubt, dass der behornte Dinosaurier deren Mutter war. Ganz in der Nähe liegt das Skelett einer neuen Dinosaurierart. Andrews vermutet, dass der Dinosaurier es auf das Protoceratops-Nest abgesehen hatte und nennt ihn daher Oviraptor, was Eierdieb bedeutet. Er war ein seltsamer Beutejäger, 1,80 Meter lang, mit großen Augen, dafür aber zahnlos. Sein Schädel endete in einem mächtigen, verhornten Schnabel. Einer solchen Gestalt ist die Rolle des Bösewichts geradezu auf den Leib geschrieben.
Nach Roy Chapman Andrews Forschungsreisen blieb die Wüste Gobi westlichen Wissenschaftlern während des Kalten Krieges lange verschlossen. Erst 1993 lud die Mongolei erneut amerikanische Paläontologen ein. Die Dinosaurierjäger Michael Novacek und Mark Norell gehören zu den ersten, die die Stätten von Andrews Expedition wieder aufsuchen. Sie finden neue Gelege mit weiteren Eiern und machen die bedeutendste Entdeckung ihrer Karriere. Der erste Embryo eines fleischfressenden Dinosauriers. Über Nacht stellen die winzigen Knochen das Bild vom gemeinen Dieb auf den Kopf. Die Echse, die 1920 gefunden wurde, hatte es nicht auf die Eier abgesehen. Sie war ein treusorgendes Elternteil. Das Team gräbt anschließend ein vollständiges Gelege mit einem daraufliegenden Skelett aus. Das vogelähnliche Verhalten des Oviraptors gilt als Sensation. Doch es ist nur eine von mehreren Überraschungen, die zur Beendigung einer Jahre andauernden Kontroverse führen. China vor 130 Millionen Jahren. In einem primitiven See wimmelt es nur so vor Leben. Die Schreie urzeitlicher Kreaturen erfüllen die Luft. Als die Dinosaurier zum Wasser trotten, hören sie in der Ferne ein Grollen. Ein gewaltiger Vulkan bricht aus und schießt eine giftige Gas- und Staubwolke in die Luft. Millionen Tonnen Asche fallen vom Himmel herab und ersticken alles Leben in einem Umkreis von vielen Kilometern. Heute liegt der Schauplatz der prähistorischen Katastrophe nahe der Stadt Baipiao in der Provinz Liaoning. Aus dem früheren Zentrum der Manchu-Dynastie stammt der mächtigste Kaiser Chinas. Aber der Ruhm ist verblasst. Die Stadt lebt von der Landwirtschaft und vom Bergbau. An einem Morgen des Jahres 1996 brechen die Bauern früh zur Feldarbeit auf. Einer von ihnen, Li Yinfang, macht einen Umweg. Er will sich einen Hügel ansehen, der aus vulkanischer Asche geformt ist, und entdeckt eine ungewöhnliche Steinplatte. Li spürt, dass er etwas Besonderes gefunden hat und nimmt die Platte mit nach Hause, um sie näher zu untersuchen. Denn ein gutes Fossil kann so viel einbringen wie ein Monatslohn. Die Platte entpuppt sich als der wertvollste Fossilienfund in der Geschichte Chinas. Im staatlichen Geologischen Museum in Peking zeigt er sie dem Paläontologen Yi Qiang. In Lis Kiste befindet sich ein versteinerter Dinosaurier. Mit nichts vergleichbar, das der Forscher bisher gesehen hat. Als mir der Bauer das Fossil gab, dachte ich zunächst, dass es absolut verblüffend gut erhalten war. Unter 10.000 Fossilien ist nur eins in so gutem Zustand. Die Knochen sind überraschend gut erhalten. Alle Rippen deutlich erkennbar. Die Augen und sogar seine inneren Organe. Offenbar ein beutejagender Dinosaurier, ein entfernter Verwandter der Raptoren.
Yikyang nennt ihn Sinosauropteryx, was so viel heißt wie chinesischer Drachenflügel. Ein auf den Hinterbeinen laufender, etwa 90 cm langer Fleischfresser mit langen Beinen und scharfen Zähnen. Doch er weist ein weiteres Merkmal auf, das bisher bei keinem Dinosaurier festgestellt wurde. Ich sah sofort, dass seine Haut von einer dünnen Schicht bedeckt war. Das faszinierte mich ungemein. Diese Schicht konnte zweierlei sein, entweder Haare oder eine Art federähnliche Struktur. Sein Körper zeigt Zeichen von dünnen, bis zu 5 cm langen Fasern. Könnten es Federn gewesen sein? Über Nacht rückte Sinosauropteryx ins Zentrum einer Debatte, die bereits seit über einem Jahrhundert andauert. Entkamen die Dinosaurier dem Aussterben, indem sie als Vögel weiterlebten? Die Kontroverse begann 1861 mit der Entdeckung eines einzigartigen Fossils, das Federn aufwies. Da nur Vögel Federn haben, wurde es Archaeopteryx getauft. Das bedeutet uralter Flügel. Der erste Vogel, doch sein Skelett glich dem eines Dinosauriers. Stammte er also von Dinosauriern ab? Um dies zu belegen, bedurfte es eines fehlenden Glieds in der Kette, eines Dinosauriers mit Flügeln. Sinosauropteryx schien dieses fehlende Glied zu sein. Doch der Beweis scheint nicht schlüssig. Mikroskopiefotos zeigen, dass die Fasern verwoben und verfilzt waren, was es schwer machte, einzelne Fasern zu isolieren. Könnten sie wirklich Federn sein? Oder nur zerfasertes Muskelgewebe? Heute schützt eine Festung die Fundstätte von Sinosauropteryx. Sie liegt in einer der fossilienreichsten Regionen der Welt, die den Beinamen Paläopompeji trägt, nach der unter Tonnen vulkanischer Asche begrabenen altrömischen Stadt. Heute überwacht das Geologische Museum das Gebiet und bezahlt Bauern dafür, dass sie nach Fossilien suchen. "1998 entdeckte ein Landarbeiter in dem Hügel eine Steinplatte und fand einen Dinosaurier. Der Paläontologe Yikyang eilte zur Fundstelle. Wir dachten, dass wir mit Sinosauropteryx den ersten befiederten Dinosaurier gefunden hätten. Wir glaubten nicht, dass er die Frage nach der Herkunft der Vögel vollständig beantworten könnte. Aber 1998 fanden wir hier ein weiteres Exemplar, ein völlig neuartiges Wesen. Dieser Dinosaurier gehörte zur Verwandtschaft der Raptoren. Seine langen Beine verliehen ihm Schnelligkeit, seine scharfen Klauen waren gefährlich. Sein Name Caudipteryx. Die Schwanzfeder. Bei ihm sind die Federn unverkennbar. Doch statt eines bezahnten Mauls besitzt er einen Schnabel. Und anstelle von Schuppen trägt er Federn. So wie er starb, wurde er im Fels konserviert. Seine Schwanzfedern sind 2,40 Meter lang, die Federn an den Vordergliedmaßen 1,20 Meter. Phil Curry war einer der Ersten, die das Exemplar zu Gesicht bekam. Die Federn von Caudipteryx sind in allen Merkmalen mit denen moderner Vögel vergleichbar. Er ist ein Dinosaurier mit vogelähnlichen Federn. Caudipteryx sorgte für Schlagzeilen, weil er zahlreiche Zweifel ausräumte. Für viele ist Caudipteryx der endgültige Beweis, dass Vögel von Dinosauriern abstammen. Heute wird angenommen, dass die Raptoren über Millionen von Jahren immer kleiner, leichter und schneller wurden. Sie entwickelten Federn und schließlich erhoben sie sich in die Luft.
Doch kaum ist ein Rätsel gelöst, taucht das nächste auf. Zentralasien birgt noch größere und verwirrendere Geheimnisse. Vor 70 Millionen Jahren waren Dinosaurier die größten, cleversten und hinterhältigsten Lebewesen der Erde. Und in Asien lebte eines der merkwürdigsten von ihnen. Das Tier schleicht sich an seine Beute an. Doch irgendetwas unterscheidet es dabei von allen anderen Tieren. Hier hält die Evolution noch eine Überraschung bereit. Funde in China und der Mongolei haben viele Fragen zu den Dinosauriern beantwortet. Doch ein Rätsel blieb ungelöst. 1954 wurde in der Wüste Gobi eine 70 cm lange Klaue gefunden. Die Wissenschaftler glaubten, sie stamme von einer Riesenschildkröte. 25 Jahre später fand man neben den Fußknochen einige unbekannte Schädel. Es waren Einzelfunde, die niemand einordnen konnte. Sie wurden archiviert und zunächst vergessen. 1993 wagt sich ein chinesisches Team in die Wüste Alashan in der inneren Mongolei. Kurz vor Ende ihrer Expedition finden die Forscher die Klaue eines Fleischfressers. In der Nähe entdecken sie den Fußknochen eines Pflanzenfressers. Obwohl sie nicht zueinander passen, scheinen die Funde zusammenzugehören. Die Fossilien werden zur Verwahrung in ein Lagerhaus südlich von Peking gebracht. Nun wollen Dong Jiming und Dale Russell die vor 7 Jahren entdeckten Fundstücke untersuchen. Die Dinosaurierjagd im Fels Nordchinas ist schon schwierig. In einem chinesischen Lagerhaus ist sie noch komplizierter. Die Suche schleppt sich dahin. Die Verwirrung um den seltsamen neuen Dinosaurier wird immer größer. Es ist allgemein bekannt, dass ein Paläontologe anhand eines einzigen Knochens bestimmen kann, um welches Tier es sich handelt. Ich war auch in diesem Glauben groß geworden und mir wurde immer unwohler, denn jede Vorhersage, die ich traf, wurde durch den nächsten Knochen, den ich in die Hand nahm, widerlegt. Als schließlich alle Knochen aus dem Lagerhaus geborgen sind, setzt sie Dale Russell wieder zusammen, wie ein großes Puzzle. Dieser Kiefer enthält Zähne, die wie die Zähne eines nestraubenden Dinosauriers aussehen. Der Kiefer ähnelt denen von Dinosauriern, die sich auf das Ausrauben von Gelegen spezialisiert haben. Diese Klaue scheint von der Hand eines großen fleischfressenden Dinosauriers zu stammen. Die Klaue gehört zu einem gefährlichen Fleischfresser. Und dieser Fußknochen scheint der eines mittelgroßen, pflanzenfressenden Dinosauriers zu sein. Der Fuß gehört zu einem primitiven Sauropoden. Dale Russell hatte es hier mit den Knochen von 3 verschiedenen Dinosauriern zu tun, die in einem vereint waren. Zusammen ergeben sie ein äußerst seltsam aussehendes Tier namens Alxasaurus. Benannt nach der Wüste, in der er gefunden wurde. Alxasaurus war so groß wie ein Mensch. Er hatte gewaltige Hüften und am Ende seines langen, kräftigen Halses befand sich ein kleiner Kopf mit den Zähnen eines Pflanzenfressers und einem Schnabel. Das bizarre, nicht einzuordnende Wesen und alle geheimnisvollen Knochen, die in den letzten 50 Jahren gefunden wurden, gehören einer Familie der Dinosaurier an, die Pterycinosaurier genannt wird.
Dale Russell konnte beweisen, dass Therizinosaurier genauso wie Tyrannosaurier mit den Raptoren verwandt waren. Doch sie entwickelten sich zu Pflanzen- und fleischfressenden Dinosauriern. Doch 1999 nimmt die Geschichte eine neue Wendung. In China wird ein weiterer Therizinosaurus entdeckt. Und er hat Federn. Da Therizinosaurier mit den Raptoren und diese mit den Tyrannosauriern verwandt sind, glauben manche Wissenschaftler, dass befiederte Dinosaurier viel verbreiteter waren als bisher angenommen. Wer weiß, vielleicht war auch der T-Rex irgendwann ein Flaumbällchen. Keine Dinosaurierfunde haben für so viel Aufregung gesorgt wie die in Asien. In einem Kontinent, in dem Dinosaurier Federn haben, Fleischfresser sich über Grünzeug hermachen und die beliebtesten Kinomonster zu Hause sind, ist die Wirklichkeit spannender als jede Fiktion. Denn diese seltsamen Kreaturen sind echt. Es gab sie wirklich. Und damals regierten sie die Erde.